Damit rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 22 sowie den Zusatzpunkt 2. Das ist die Beratung des Antrags der Fraktionen der CDU, CSU und SPD mit dem Titel 30 Jahre friedliche Revolution sowie Beratung des Antrags der Fraktionen der FDP mit dem Titel 30 Jahre friedliche Revolution, Errungenschaften von Freiheit und Rechtsstaatlichkeit verteidigen. Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für die Aussprache 60 Minuten vorgesehen. Ich höre keinen Widerspruch, dann ist es so beschlossen. Dann eröffne ich die Aussprache und erteile das Wort der Kollegin Gitta Connemann, CDU-CSU. Wo waren Sie am 9. November 1989? Zu Hause, bei Freunden oder in einem Gefängnis der Staatssicherheit? Jeder von uns weiß es, denn dieses Datum hat sich in unser Gedächtnis, in das Gedächtnis unserer Nation eingebrannt. Denn an diesem Tag fiel die Mauer, fiel. Nein, Bürger in der DDR brachten sie zum Einsturz, weil ihre Sehnsucht nach Freiheit, nach Demokratie größer war als ihre Angst. Und ich kann nur sagen, was für ein Mut. Das Datum markiert Ende und Anfang zugleich. Damit endete jahrzehntelanger Widerstand gegen Unrecht, Unfreiheit und Planwirtschaft. Manchmal wurde dieser im Westen sichtbar, wie beim Arbeiteraufstand, den Friedensgebeten oder dem Sturm auf die Prager Botschaft. Aber mir, uns ist besonders wichtig, heute auch an die frühen Wegbereiter der friedlichen Revolution zu erinnern. An die Bürger, die sich in den 50er, 60er, 70er Jahren gegen das System auflehnten und in Gefängnissen einen hohen Preis für ihren Mut zahlten. Vor ihnen und ihren Familien verneige ich mich, verneigen wir uns heute. Aber der 9. November 1989 war auch der Beginn eines Deutschlands, an das viele nicht mehr glauben konnten, manche auch nicht mehr glauben wollten. Meine Damen und Herren von der Linken, Ihr Fraktionsvorsitzender Oskar Lafontaine bescheinigte der DDR unter Erich Honecker, Zitat, ein wirtschaftlich leistungsfähiger, innenpolitisch stabiler und außenpolitisch selbstbewusster Staat geworden zu sein. Er bezeichnete die Wiener Vereinigung im Jahr des Mauerfalls als, Zitat, historischer Schwachsinn, ein Schlag ins Gesicht der SED-Opfer. Wie gut, dass es Politiker gab, die sich an die Präambel unseres Grundgesetzes erinnerten, die größer dachten wie Helmut Kohl. Gemeinsam mit George Bush und Michail Gorbatschow stellte er entscheidende Weichen, weil für uns als Union die Wiedervereinigung nie ein Lippenbekenntnis war, sondern immer Herzensangelegenheit. Aber am Ende wäre die friedliche Revolution oder den Mut der Menschen nicht möglich geworden. Dieser Mut war keine Selbstverständlichkeit. Hand aufs Herz. Wer von uns wäre bereit gewesen, den hohen Preis dafür zu zahlen? Manche glorifizieren noch heute bzw. wieder die DDR, auch Teile der Linken. Für mich ist das Geschichtsklitterung. Die DDR war ein Unrechtsstaat. Regimekritiker spüren es bis heute. Ihre Kinder wurden ihnen weggenommen, zur Adoption freigegeben. Die Lebensentwürfe von politisch Verfolgten wurden zerschlagen, ihre Familien in Sippenhaft genommen. Oppositionelle wie unser Kollege Arnold Fahrts wurden ins Gefängnis geworfen, nur weil er anderer Meinung war. Manche bezahlten mit ihrem Leben, nur 200 Meter von hier, erinnern uns jeden Tag die Holzkreuze daran. Diese Mahnmale sind wichtig gegen das Vergessen. Deshalb ist für uns in der Union auch die Arbeit in den Gedenkstätten und an den Erinnerungsorten wie in Hohenschönhausen, Hoheneck, Plauen oder Leipzig, um nur einige zu nennen, unverzichtbar. Und wir danken den Menschen, die es dort tun. Dankeschön. Denn Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit. Wir erleben es jeden Tag hier im Deutschen Bundestag. Sie, meine Damen und Herren von der AfD,
missbrauchen demokratische Rechte, um am Ende unsere Demokratie auszuhöhlen. Deshalb ist es auch ein Hohn, dass Sie sich die Losungen und Bilder der friedlichen Revolution aneignen und wie gut, dass es Gerichte gibt, die Ihnen genau dies verbieten. AfD und die Montagsdemos der friedlichen Revolution haben nichts, aber auch gar nichts miteinander zu tun. Wir, die Union, ziehen keinen Schlussstrich. Auch 30 Jahre später müssen die Opfer Gerechtigkeit erfahren. Die Erinnerung an die friedliche Revolution darf nicht an Bedeutung verlieren. Und deshalb haben wir gemeinsam mit unserem Koalitionspartner diesen Antrag auf den Weg gebracht, liebe Katrin Budde. Deshalb werden wir übrigens auch das Stasi-Unterlagengesetz nicht abschaffen, sondern weiterentwickeln. Die Akten werden nicht nur uneingeschränkt zugänglich sein, sondern für die Zukunft gesichert. Denn auch nachfolgende Generationen sollen erforschen und erfahren können, welches Unrecht in der DDR geschehen ist. Unrecht hat kein Verfallsdatum. Und deshalb setzen wir uns auch ein für einen Bundesbeauftragten für die Opfer der SED-Diktatur. Diese Opfer verdienen Anerkennung und Respekt. Sie sind für uns die Helden der Freiheit. Tina Chrupalla, AfD, ist der nächste Redner. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, 30 Jahre friedliche Revolution und zwei Anträge, die darauf abzielen, die Menschen hinter dieser friedlichen Revolution zu würdigen. Das ist schön und ich freue mich, dass Ihnen das nach 30 Jahren einfällt. Besser spät als nie. Die Art und Weise, wie Sie das Engagement gegen die kommunistische Fremdherrschaft im historischen Bewusstsein verankern wollen, erscheint mir allerdings etwas fragwürdig. Und das gilt insbesondere für den Antrag der FDP, aber dazu wird der Kollege Jung gleich etwas sagen. Ich werde jedenfalls den Eindruck nicht los, dass das hier ein verzweifelter Versuch ist, Schadensbegrenzung zu betreiben. Sie haben das Vertrauen der Wähler in Ostdeutschland verspielt. Und das wissen Sie auch. Das erscheint mir die eigentliche Motivation hinter diesen beiden Anträgen. Jetzt versuchen Sie, es sich zurückzuholen. Ich bin selbst ein Kind der DDR und war erst 15, als die Mauer fiel. Aber auch ich weiß noch sehr gut, wie man damals unter Familienzusammenführung oder was man damals unter Familienzusammenführung verstand. Es ging um deutsche Familien, die die Nachkriegsordnung zerrissen hatte. Es war unser innigster Wunsch, die offene Wunde, die unser Land entzweite, zu heilen. Unsere Vision war die Freiheit und die Einigkeit des deutschen Volkes. Und es war, Frau Konnemann, ein durch und durch patriotisches Ziel. Die Einzigen, die das nicht wollten, waren die Vasallen der Besatzungskräfte. Auch gegen sie richtete sich unser Widerstand. Und wir haben nie aufgehört, für die Freiheit, die Wahrheit und für die Einigkeit unseres Volkes zu streiten und auf die Straße zu gehen. Die Widerständler von damals sind nämlich auch die Widerständler von heute. Und das ist genau die unbequeme Wahrheit, die Sie nicht hören wollen und in die Sie diesen Anträgen überhaupt zur Sprache kommen, die nicht zur Sprache kommt. Die patriotischen Widerständler von damals wollen Sie jetzt feiern und entschädigen. Und das ist auch löblich. Aber wenn Sie im selben Atemzug die patriotischen Widerständler von heute entmündigen und entmenschlichen, dann ist das ein großer Widerspruch. Das müssen Sie doch einsehen. Man hat bisweilen ja das Gefühl, dass Sie uns am liebsten in Umerziehungslager stecken würden wollen. Wenn Ihnen der innere Frieden und unsere Einheit so wichtig sind, weshalb verhindern Sie nicht, dass die Presse Schlagwörter wie Dunkeldeutschland und brauner Schandfleck in die Welt setzt und damit unser Land aufs Neue spaltet? Meine Damen und Herren, die Wertschätzung, die Sie den friedlichen Revolutionären von damals entgegenbringen wollen, sollten Sie den friedlichen Revolutionären von heute auch entgegenbringen. Und zwar jetzt und nicht erst in 30 Jahren. Es handelt sich nämlich tatsächlich um dieselben Personen. Dabei meine ich nicht Bärbel Bohley und Wolf Biermann, die hier im Antrag von CDU und SPD genannt werden. Auch ein Sigmar Faust oder ein Michael Beleitis waren Widerstandskämpfer.
Und sie werden heute für ihre nicht konforme Meinung geächtet. Diese Leute verstehen die Welt nicht mehr. Und es gibt Millionen von Bürgern, die diese Erfahrung teilen. Aber ich hätte ein paar Vorschläge, wie Sie die Sympathie der Bürger im Osten vielleicht zurückgewinnen können. Anstelle von Gedenkstätten, Denkmälern und Aufarbeitungszentren empfehle ich Ihnen die vollständige Offenlegung der kriminellen Aktivitäten der Treuhand, eine gründliche Untersuchung, inwiefern bewährte Stasi-Methoden heute wieder von der deutschen Regierung eingesetzt werden, käme sicherlich auch gut an. Wir fordern die Wiederherstellung von Rechtsstaatlichkeit und Freiheit, die man uns damals versprochen hat. Und es wäre schön, wenn Sachsen auch endlich ein Informationsfreiheitsgesetz bekäme. Das steht nämlich noch aus. Und hören Sie endlich auf, die Ostdeutschen wie unmündige Kinder zu behandeln. Hören Sie ihnen einfach zu. Das wäre schon ein großer und toller Anfang. Vielen Dank. Jetzt erteile ich das Wort der Kollegin Katrin Budde, SPD. Herr Präsident, meine Damen und Herren, die Frage ist übrigens nicht, wo waren Sie oder wir am 9. November 1989, sondern die Frage ist, wo waren Sie und wir davor, vor dem 9. November 1989. Mich hat im Sommer 1989 mein Vater angerufen auf der Arbeitsstelle, weil Privattelefon hatten wir nicht, und hat gesagt, Kind, ich glaube, du könntest die deutsche Wiedervereinigung noch erleben. Ich sicher nicht mehr, wird ein langer Prozess, aber bei dir geht das noch. Mein Vater war damals 53 Jahre alt, ein Jahr jünger als ich heute bin. Inzwischen leben sowohl er als auch meine Mutter seit 30 Jahren in einem wiedervereinten Deutschland. Nein, sie waren keine Gewinner der Einheit. Sie haben 55 Jahren ihre Arbeitsstelle verloren und Vitamin B für einen neuen Arbeitsplatz hatten sie nicht, weil sie kamen nicht aus den Strukturen. Aber sie haben nie gesagt, wir wollen zurück. Ja, und am 9. Oktober, da entschied sich mein Vater, nach Leipzig zu fahren. Und mein Mann und ich, wir gingen in den Dom in Magdeburg und das war dann der Tag, an dem überall in Deutschland Menschen den Mut fanden, sich den Gebeten und den Demonstrationen anzuschließen. Es war aber auch der Tag, an dem bei uns auf der Arbeit gewarnt wurde mit Zetteln und über den Werksfunk, geht nicht, heute wird geschossen. Wir gingen trotzdem. Und ja, das war irgendwie die Angst, die damit ging, als wir in Magdeburg in der Leiterstraße durch die Kampfgruppen in den Dom reingingen. Das war schon eine besondere Situation. Aber ja, es blieb alles ruhig. Der Mut der vielen wurde belohnt, die Besonnenheit, die Ruhe, der Aufruf, sich nicht provozieren zu lassen. Und später sagte mal ein Regierungstreuer, mit allem hatten wir gerechnet, aber nicht mit Kerzen und Gebeten. Und so wie ich damals dabei war, so wie die, die damals dabei waren, wird niemand, der in dieser Oktoberzeit dabei war und auf der Straße war, diese Tage und auch diesen Tag vergessen. Wenn wir uns aber in den Herbst 89 versetzen, dann wissen wir auch, dass damals im Oktober noch niemand wirklich über eine schnelle Wiedervereinigung nachdenken konnte. Wir konnten das nicht trotz der polnischen Gewerkschaftsbewegung, trotz des ersten öffentlichen Unmutes bei manipulierten Kommunalwahlen, trotz der Perestroika, trotz der Vorgängerdemonstrationen in den ersten Oktoberwochen in Berlin, Potsdam, Plauen, in Berlin nicht in Potsdam, in Plauen, in Magdeburg und anderswo. Wir konnten es einfach nicht, weil es gab die großen politischen Blöcke noch. Es gab Ost und West, es gab den Kalten Krieg, es gab die Erinnerung an die Aufstände und die Niederschlagung in Prag und in Ungarn an den 17. Juni 1953 und es gab ganz frisch die Erinnerung an den Platz des himmlischen Friedens. Nein, dass dieses gesamte System so schnell und so friedlich zusammenbrechen würde, das war damals noch außerhalb unserer Vorstellung. Und dafür, meine Damen und Herren, wenn immer so viel über Dankbarkeit geredet wird, dafür, dass das friedlich möglich war, das ist das Einzige, wofür wir allesamt dankbar sein müssen, für diese internationale Situation. Wir sahen aber eine Chance. Wir sahen ein Zeitfenster für Demokratisierung unseres Landes, in dem wir lebten. Und ich kann heute in 8 Minuten nicht alle Zusammenhänge darlegen. Viel davon finden Sie im Antrag, aber ich möchte es Ihnen ein wenig näher bringen. Und ich möchte Ihnen sagen, dass es der Mut der Bürgerinnen und der Bürger der ehemaligen DDR ist, dass wir es diesem Mut der Bürgerinnen und Bürger zu verdanken haben, dass wir heute in einem Deutschland leben, hier in einem Bundestag, demokratisch gewählt, gemeinsam Entscheidungen für ein gemeinsames Land treffen. Die Mauer ist übrigens auch nicht aus Altersschwäche eingefallen. Ja, also die Mangelwirtschaft hat weder den Beton noch den Todesstreifen erreicht, sondern die Mauer, die haben wir von innen eingedrückt. Da ist nichts gefallen. Wir haben sie eingedrückt mit dem, was wir vorher getan hatten, mit dem Mut, der da war, und mit den Plakaten, die am Anfang nämlich für Freiheit standen.
Aber diese Freiheit, das ist eben doch ein ständiger Kampf. Das ist ein Kampf um Sie selbst. Und das heißt eben nicht die Erfüllung aller persönlichen Träume. Freiheit heißt auch Selbstverantwortung, heißt aber auch Enttäuschung. Auch das kann es Sie bedeuten. Und dass in den Jahren danach zu viele Menschen enttäuscht und verbittert geworden sind und zu viele Menschen heute den verklärten Blick zurückhaben und die Demokratie, die wir so mühsam errungen haben, in Frage stellen, ihren Wert nicht mehr so deutlich sehen, das ist gefährlich. Und ich... Ich frage mich wirklich mit Schaudern, wann haben so viele Menschen die Angst vor der Diktatur verloren? Und deshalb ist dieser Antrag heute im Bundestag so wichtig. Wichtig, um uns den Mut wiederzugeben. Wichtig, um den Ostdeutschen ihre Geschichte wiederzugeben. Ihnen zu sagen, ihr wart es. Ohne euch gäbe es diesen heutigen Bundestag, dieses heutige Deutschland, so nicht. Wichtig, um uns, die diese Demokratie bewahren und fortentwickeln wollen, die sie erkämpft haben, mit unserem Ruf 1989. Wir sind das Volk. Im Herbst und später dann zum Jahresende. Wir sind ein Volk. Den, meine Damen und Herren, den müssen die Demokratinnen und Demokraten sich zurückholen. Uns gehört er. Und es ist auch Zeit, Danke zu sagen. Danke zu sagen und Anerkennung zu geben, denen, die in der DDR verfolgt wurden, deren Leben zerstört wurde, denen, die die Stasi-Akten gesichert haben, denen, die an den runden Tischen gesessen haben und verhandelt haben, denen, die in einer ersten frei gewählten Volkskammer gearbeitet, gestritten und Entscheidungen getroffen haben und auch treffen mussten. Denn erst mit diesem ersten freien, demokratisch gewählten Parlament in der DDR, erst da war es möglich, überhaupt in Verhandlungen zur Wiedervereinigung einzutreten. Da beginnt der Punkt, wo wir über Wiedervereinigung verhandeln konnten. Aber auch jenen, die danach im wirtschaftlichen Strukturbruch ihre Existenz verloren haben, die ihre Betriebe abreißen mussten. Betriebe, Arbeit, das war das, wo die DDR die Menschen drauf konzentriert hat. Da gab es die Wohnung, da gab es den Ferienplatz, da gab es die Patenbrigade, da gab es die Brigadenfeiern. Die Menge der Menschen, die meisten Menschen, waren auf diese Betriebe ja konzentriert. Alles, das ganze Leben spielte sich darüber ab. Und die haben sie dann abgerissen. Da haben sie 10, 20, 30 Jahre gearbeitet. Und auch das muss man anerkennen. Also auch jenen, die in dem neuen Deutschland nicht so angekommen sind, wie sie sich erträumt und erwünscht haben. Weil der Prozess von 1990 bis heute, das ist für diese Menschen eine immense Lebensleistung und die gehört anerkannt. Und das Leben vor 1989, das war ja für die meisten Menschen etwas Normales. Sie hatten sich eingerichtet in dieser ihrer Normalität. Das war ein Leben mit harter Arbeit, mit Organisation in einer Mangelwirtschaft, aber auch mit Geburten und Hochzeiten, mit Feiern, mit Alltag, mit Liebe, mit Freunden, mit Freude und Leid. Und dem alltäglichen Leben in der DDR, das Lebenswerte abzusprechen, das entwertet das Leben und die Biografien von Millionen Menschen. Das dürfen wir nicht tun. Und trotz alledem sage ich denen von uns, die mit ein wenig verklärter Wehmut und rückwärtsgewandtem Blick sagen, es war doch nicht alles schlecht, denen sage ich, stellt euch mal die Gegenfrage, was bitte ist an einer Diktatur gut? Nichts. Applaus 30 Jahre friedliche Revolution in diesem Jahr, 30 Jahre deutsche Einheit im nächsten Jahr sind Grund, Anlass und Notwendigkeit, mit klarem Blick zurück und nach vorn zu sagen. Welche Fehler haben wir in dem Prozess der Wiedervereinigung gemacht? Was können wir noch korrigieren? Aber auch, was haben wir erreicht? Allgemein und auch ganz persönlich. Jeder muss sich das fragen. Und worauf können wir stolz sein? Ganz allgemein und auch persönlich. Die Welt von heute ist eine andere. Sie ist wesentlich komplizierter als die Welt des Kalten Krieges, die Welt der zwei klaren Blöcke. Die Unterschiede zwischen Einkommen und Vermögen sind in Deutschland groß geworden, aber auch international. Das ist das viel Schlimmere, die Disparitäten international auf der Welt. Sie sind zu groß geworden und die Umwelt hat einen Grad der Zerstörung erreicht, der weit über das Maß der Zerstörung in der DDR hinausging. Denn auch das, meine Damen und Herren, gehört zu der Wahrheit, dass wir nicht nur für Frieden, sondern auch gegen die Zerstörung der Umwelt am Anfang im Oktober 89 auf die Straße gegangen sind. Und auch das eine Triebkraft war, wofür sich die Menschen 89 engagiert haben. Diese Welt macht zu vielen Menschen Angst. Angst lässt sich, das habe ich gelernt, nicht mit Fakten bekämpfen. Das macht es so schwer. Aber trotz alledem, wir Demokratinnen und Demokraten, wir müssen diese Menschen erreichen. Sonst werden sie von anderen erreicht. Und die zerstören nicht nur unsere Demokratie, sondern auch die Welt, auf der wir leben. Und deshalb lassen Sie uns im Jahr der 30 Jahre friedliche Revolution dafür streiken.
Mit Mut, mit Freude, aber auch mit Spaß und mit positiver Kraft ein wenig den Herbst 89 zurückholen. Das wäre schön. Katrin Budde war das für die Sozialdemokraten. 30 Jahre friedliche Revolution. Die nächste Rednerin hier im Bundestag ist die Generalsekretärin der FDP, Linda Teuteberg. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass wir heute 30 Jahre friedlicher Revolution gedenken, das ist gut und zugleich gar nicht so selbstverständlich, denn allzu oft ist in diesem Zusammenhang noch von dem Wort Wende die Rede. Und das ist ein Begriff, der kommt aus einer Zeit, als von politischem Framing noch nicht die Rede war und trotzdem einige es angewandt haben. Denn die SED, die versuchte den Eindruck zu erwecken, nicht etwa mutige Bürger hätten sich hier ihre Freiheit erkämpft, sondern die SED hätte plötzlich eingesehen, Reformen auf den Weg bringen zu müssen. Egon Krenz hat das erst im Herbst 1989 so geprägt, um die Debatte zu prägen. Umso wichtiger, dass wir heute daran erinnern, es war anders, es war eine friedliche Revolution und es waren Bürger, die sich ihre Freiheit erstritten haben, liebe Kollegen. Und wer sich die Situation vor 30 Jahren noch einmal genau anschaut, der bekommt ein Gefühl, zumindest eine Ahnung dafür, unter welcher Gefahr, in welchem Risiko Bürger sich so entschieden. Vor fast genau 30 Jahren fand das Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking statt. Und die Bilder, die gingen um die Welt. Auch die Bürger der DDR sahen sie. Und die SED-Führung war schnell und eindeutig darin, diese Lösung zu begrüßen. Zu sagen, dass da wieder Ordnung hergestellt worden sei. Dass man auf derselben Barrikade der sozialistischen Revolution stehe mit den Freunden in China. Und in dem Bewusstsein, dass es sie ihr Leben, ihre Freiheit kosten könnte, begannen die Bürger der DDR, und zwar besonders merklich nach den gefälschten Kommunalwahlen im Mai 1989 und im Bewusstsein, um diese Bilder aus Peking auf die Straße zu gehen. Dass es friedlich bleiben würde, konnten sie nicht wissen, als sie sich entschieden. Und das zeigt nochmal, wie besonders diese Situation war und wie viel Respekt sie von uns verdient. Was, liebe Kolleginnen und Kollegen, motivierte jetzt Menschen, so viel zu riskieren? Es war zum einen der Mangel an fundamentalen Bürgerrechten, an freien und geheimen Wahlen, an Meinungs- und Pressefreiheit, an Reisefreiheit, um nur einige zu nennen. Es war aber übrigens auch die Verzweiflung über den Zustand zum Beispiel ostdeutscher Innenstädte oder der Umwelt. Es war das Erleben, und da gibt es ja konkrete Beispiele, in Potsdam, da standen Teile der Innenstadt kurz vor dem Abriss, das war geplant. Und Bürger wollten das nicht hinnehmen, haben dagegen protestiert. In Erfurt, da wäre die Krämerbrücke heute nicht mehr da und saniert, wenn die DDR noch viel länger gelebt hätte. Und in Leipzig wurden regelmäßig vor der Messe Potjemkinsche Dörfer aufgebaut. Da wurden Häuser, die schon baupolizeilich gesperrt waren, da wurden Gardinen reingehängt, Blumentöpfe ins Fenster gestellt und die Fassaden gestrichen. Darüber waren die Bürger frustriert, resigniert. Und das zeigt Folgendes. Weder für Wohnungsmangel noch für Umweltschutz bot der Sozialismus Lösungen. Das sollte uns auch heute eine Lehre sein. Und es zeigt übrigens auch, dass politische und wirtschaftliche Freiheit auf Dauer zusammengehören und nicht gegeneinander ausgespielt gehören. Deshalb übrigens, finde ich, ist es auch noch mal wichtig, sich daran zu erinnern, dass auch die Berufsfreiheit ein wichtiges Grundrecht ist, was in der DDR fundamental verletzt wurde. Deshalb ist mir zum Beispiel wichtig, dass wir in unserem Antrag die Gruppe der verfolgten Schüler aufgenommen haben, als eine verfolgte Gruppe in der DDR, die noch nicht hinreichend gewürdigt ist. Der Eingriff in Bildungs- und Berufsbiografien ist auch ein fundamentaler Eingriff in Freiheitsrechte. Und schließlich zeigt es, dass es immer auf Mut und Verantwortungsbereitschaft, auf das Gewissen jedes und jeder Einzelnen ankommt. Der Bürgerinnen und Bürger, die den aufrechten Gang üben und zeigen, was sie nicht mehr wollen und auf die Straße gehen. Auch übrigens von Politikern, die die richtigen Signale setzen und ihnen zeigen, dass sie damit nicht allein sind. Hans-Dietrich Genscher hat etwa 1988 im Juni schon in Potsdam gesagt, gegenüber Außenpolitikern aus USA und Sowjetunion, sie werden sehen, die Menschen hier, die verhalten sich und die sehen aus, wie Deutsche sich verhalten, um zu zeigen, dass trotz zweier Staaten das eine Nation und ein Volk war immer noch. Und auch übrigens im Einzelfall derer, die die Waffen doch haben schweigen lassen, aber trotz und nicht wegen der Verkündung der SED-Führung, meine Damen und Herren. Auch die haben Gewissen und Verantwortungsbereitschaft gezeigt.
Und schließlich, Rainer Kunze hat es einmal gut zusammengefasst, was die sogenannte Ethik des SED-Regimes ausmacht. Er sagt, im Mittelpunkt steht der Mensch, nicht der Einzelne. Unser Grundgesetz definiert das umgekehrt. Lassen Sie uns darauf gemeinsam stolz sein und mit Respekt darüber reden, wie wir das noch besser in Gesamtdeutschland mit Leben erfüllen können. Vielen Dank. Linda Teuteberg, die Generalsekretärin der FDP, die ja hier heute auch zu dem Thema einen Antrag vorlegt, und Matthias Höhn für Die Linke, er ist Ostbeauftragter der Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn wir heute über die historische Dimension des Widerstandes und der Demonstration im Herbst 1989 sprechen, dann muss man daran erinnern, dass dies wirklich Mut und auch echte Entschlossenheit verlangte. Jeder von uns Ostdeutschen wusste, dass sein individuelles Verhalten nicht unbemerkt blieb. Niemand konnte sicher sein, wie die DDR-Staatsführung reagieren würde und welche Konsequenzen Widerstand haben würde. Bevor sich tausende Demonstranten zum Beispiel auf dem Leipziger Ring gegenseitig über ihre bloße Zahl durch ihre Geschlossenheit schützen konnten, standen viele einzelne, ganz private Entscheidungen, dieses hohe Risiko einzugehen. 30 Jahre danach sind wir weiterhin dankbar für diesen Mut. 30 Jahre danach sind wir dankbar für jede Entscheidung, die diese Revolution als eine friedliche in die Geschichtsbücher eingehen ließ. Gedenktage sind allerdings auch Brücken zwischen der Vergangenheit und Gegenwart. Der Herbst 1989 wird mittlerweile von vielen Menschen in Ostdeutschland ins Verhältnis gesetzt. Was danach kam? Während die Bundesregierung seit 30 Jahren Festreden hält, ziehen die Menschen Bilanz. Und sie ziehen eine gemischte Bilanz. 30 Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs in Europa wählen viele Menschen gar nicht mehr. Oder sie wählen autoritäre und nationalistische Parteien. Demokratische Parteien, das Parlament und die liberale Demokratie sind für viele kein Wert mehr an sich. Aber neben der nationalistischen Debatte gibt es längst eine progressive Gegenpolitisierung, die ebenfalls nicht gehaltene Versprechen der Demokratie hinterfragt. Diese Gegenpolitisierung hinterfragt EU-Politik, die Bankenmacht, die Antiklimalobby. Sie fragt nach Chancengleichheit und nach Arbeitnehmerrechten in digitalen Zeiten. Und diese müssen wir doch stärken, wenn wir uns die letzten Wahlergebnisse anschauen. 1989 mit diesen neuen Kämpfen zu verbinden, heißt doch, die Demokratie als Wechselspiel von Freiheit und sozialen Sicherheiten weiterzuentwickeln. Davon atmet der Antrag der Koalition allerdings absolut nichts. Sie verkoppeln auch heute wieder. Und liebe Katrin Budde, ich wäre dankbar, wenn deine Rede der Inhalt des Antrages wäre. Auch heute wieder 1989 mit der DDR als Diktaturgeschichte ausschließlich. Aber die zentrale Debatte darüber, wie Menschen solidarisch zusammenleben wollen und können, läuft heute ab und nicht in einer eingefrorenen Vergangenheit. Nach einem kurzen Jahr der demokratischen Selbstermächtigung zwischen 89 und 90 folgte mit der Treuhand das Gegenteil von Mitbestimmung und gesellschaftlicher Teilhabe. Nach dem Zusammenbruch des Staatssozialismus konnte der Markt radikal schalten und walten. Wer die Dominanz des Westens im Osten ansprach, musste lange viel einstecken. Die immer weiter bestehenden Unterschiede bei Löhnen, bei Renten und bei Vermögen sind als Übergangsprobleme kleingeredet worden. Heute müssen wir feststellen, dass der sozioökonomische Kahlschlag zusammen mit dem Elitethema und der enormen Abwanderung verheerend auf die politische Stimmung wirkt. Sie können nicht weiter den Heldenmut von 1989 in Ihren Reden feiern, ohne zur Kenntnis zu nehmen, wie tief viele dieser Helden in den Monaten danach gefallen sind, meine Damen und Herren. Wie also würdigen wir den Herbst 89? Indem wir und vor allem die Bundesregierung endlich Politik für ostdeutsche Interessen macht. Die Vertreter und Vertreter aller Parteien, auch heute wieder, haben in diesem Jahr ein neues Wort für sich entdeckt. Ich höre immer wieder, man müsse die Lebensleistung der Ostdeutschen anerkennen.
Bei Ihren Anträgen, die heute vorliegen, fehlt das Wort wieder. Weil vor der Leistung erst mal das Leben kommt. Und das war eben auch ein Leben in der DDR. Und leider, Sie begreifen es nicht, ungeachtet aller gesellschaftlichen Debatten, die heute stattfinden, die DDR-Gesellschaft wird von der Koalition und auch im Antrag der FDP weiterhin auf einzelne Punkte reduziert. Diktatur, Widerstand und Zwang. Alles andere aus der DDR bleibt für Sie ein Niemandsort. Es gibt keine Lebenserfahrung aus dem Osten in der kollektiven Öffentlichkeit der Bundesrepublik, meine Damen und Herren. Und ohne Lebenserfahrung gibt es auch nichts Legitimes, nichts, was wert war, am aktiven Versuch oder auch der passiven Duldung eine andere Gesellschaft nach dem Zweiten Weltkrieg aufzubauen. Und ohne Legitimation kann man auch nichts leisten, nichts vor 89 und nicht danach. So muss man leider die Deklassierung der Ostdeutschen verstehen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Dem Dank an die mutigen Frauen und Männer von 1989, dem schließe ich mich an. Aber Sie müssen endlich verstehen, meine Damen und Herren, dass Sie diesen Dank entwerten, wenn Sie Ostdeutschland zur bloßen Geschichtsstunde machen. Herzlichen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Beauftragte der Linken. Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen, Katrin Göring-Eckardt. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, einmal im Leben die eigenen Träume Wirklichkeit werden lassen, die Fesseln abwerfen, Mauern einreißen. Wer möchte das nicht? Die Bürgerinnen und Bürger der DDR haben das erlebt. Ein Traum wurde Wirklichkeit, ein Traum wurde wahr. Ganz am Anfang waren es nur wenige, die Leib und Leben gefährdet haben. Die lähmende Angst war allgegenwärtig. Es gingen welche auf die Straße gegen Wahlfälschung für die Ausreise. Und ja, wir bedanken uns heute bei all denjenigen, die so viel riskiert haben. Wir bedanken uns heute bei all denjenigen, die diese friedliche Revolution gemacht haben, in einer Zeit, in der nicht klar war, dass es friedlich werden würde. Und es ist schade, dass Sie das in Ihrem Antrag gar nicht so würdigen, wie es eigentlich gewürdigt werden müsste. Denn wir wissen, dass spätestens seit der Niederschlagung der Aufstände vom 17. Juni klar war, die DDR-Diktatur würde ihre Macht mit Gewalt verteidigen. Wir wissen, dass die Bilder vom Platz vom himmlischen Frieden bei vielen Menschen in der DDR, bei den Bürgerrechtlern, natürlich Angst ausgelöst haben. Sie sind unbeugsam geblieben, übrigens über viele Jahrzehnte. Ich erinnere an Pfarrer Brüsewitz, der sich verbrannt hat in den 70er Jahren. Ich erinnere an die Gruppen in den kirchlichen Kreisen, an den konziliaren Prozess der DDR, der sich um Frieden, Gerechtigkeit und übrigens auch die Bewahrung der Schöpfung gekümmert hat. Ich erinnere an all diejenigen, die Tag für Tag riskiert haben, ins Gefängnis zu kommen, dort zu landen und ihres Lebens nie mehr froh werden konnten, wenn das tatsächlich passiert ist. Ich erinnere an diejenigen, die tatsächlich dafür gesorgt haben, dass diese Revolution stattfinden konnte, dass sie friedlich blieb, dass sie unbeugsam waren bis in den Herbst 1989 hinein. Meine Damen und Herren, dann wurden es mehr. Bei mir war es zuerst die junge Gemeinde. Und ja, im Herbst 89 bin ich mit meinem Sohn, der nur ein paar Wochen alt war, zu Friedensgebeten und auf Demonstrationen gegangen. Und in den Nebenstraßen standen die Wasserwerfer. Später wussten wir auch, wer auf den Listen für die Internierungslager gestanden hat. Ich werde nicht vergessen, dass ich immer ein paar Minuten eher gegangen bin, in der Sorge, dass Gewalt ausbrechen wird. Und ich werde auch nicht vergessen, dass wir uns zu Hause immer abgesprochen haben, was machen wir, wenn wir zu dem und dem Zeitpunkt nicht zu Hause ankommen? Was muss dann geschehen? Wen rufen wir an? Und wie sorgen wir dafür, dass dieses Kind aufwachsen kann? Ich habe es trotzdem gemacht, weil ich damals der Überzeugung war, dass das Aufwachsen in Freiheit, die Möglichkeit, in einem freien und demokratischen Land zu leben, so unendlich viel wichtiger ist als alles andere, dass dieses Risiko richtig war, dass es richtig war, dieses Risiko einzugehen. Und ich bin sehr froh darüber, dass mein Sohn und auch der Zweite heute sagen, die Demokratie zu verteidigen,
Das ist ganz zentral und das machen wir auch heute. Das machen wir auch heute weiter, übrigens auch in unserem Land, gegen all diejenigen, die heute versuchen zu spalten und die Demokratie infrage zu stellen mit neuem Autoritarismus, mit neuen Anwandlungen von diktatorischem Handeln, mit Anfragen an die Demokratie, die wir nicht gefährden lassen wollen, meine Damen und Herren. Am Anfang waren es wenige und es standen Leute nebenan mit dem Einkaufsbeutel. Dann haben sie sich eingereiht. Und dann waren es sehr viele, die auf die Straße gegangen sind. Und ja, Frau Butte hat es schon gesagt, jemand hat dann später gesagt, wir haben mit allem gerechnet, nur nicht mit Kerzen und Gebeten. Diese friedliche Revolution, die friedlich geblieben ist, die hat übrigens nicht Helmut Kohl gemacht. Die haben die Menschen in der DDR gemacht, Frau Kornemann. Und ich finde, das zu würdigen, ohne so zu tun, als ob es doch irgendjemand anders gewesen ist, das könnte diese Debatte heute in aller Ehrlichkeit und Würde vertragen. Wenn ich mir Ihren Antrag anschaue, übrigens auch die Redner auf der Redeliste der Union, dann muss ich sagen, da fehlt auch noch was anderes. Es fehlt der Blick nach dem gemeinsamen Europa. Wo ist eigentlich die Würdigung für die Revolutionen in den anderen osteuropäischen Ländern? Warum kommt da Polen nicht vor? Warum kommt Solidarność nicht vor als der Ort, wo es begonnen hat? Übrigens auch mit Wojtyla, Papst Johannes Paul II. Warum kommt eigentlich die Charta 77 nicht vor, Václav Havel? Und diejenigen, die Wegbereiter waren, Ungarn, die Grenzöffnung in Ungarn, auch das wäre ein wichtiges Signal übrigens heute an Herrn Orbán, der die Freiheit und die Demokratie infrage stellt. Dort hat damals das gemeinsame Europa begonnen. Das war die Grundlage und das war der Grundstein für das, was wir heute haben. Und es ist ja richtig, was Sie sagen, was den Umgang mit den Opfern von damals angeht. Aber ich will Ihnen wirklich dezidiert sagen, das hätten Sie echt lange machen können. Die Frage der Heimkinder, der Zwangsadoptierten, die Frage der Opfer des SED-Unrechtes, die heute eine schwierige soziale Lage haben, ja immer noch. Und wirklich, Sie müssen sich fragen lassen, warum haben Sie das nicht längst gemacht, sondern machen hier Bekenntnisse, reden von Helden, von Beauftragten, alles richtig, alles schön. Aber am Ende des Tages braucht es eben richtiges, echtes Handeln, meine Damen und Herren. Und dann will ich mich zum Schluss sagen, dass ich glaube, dass das, was damals in den Übergängen passiert ist, die freien Volkskammerwahlen, aber eben auch die runden Tische, der Versuch, gemeinsam zu handeln, in Bündnissen, Bündnisse zu schmieden, dass das etwas ist, was wir heute würdigen müssen, was wir heute tragen müssen in das, was wir unter Demokratie verstehen. Es geht nämlich nicht nur darum, dass man irgendwas macht und es dann gut oder schlecht verkauft. Und es geht nicht nur darum, dass man sagt, ach, jetzt machen wir mal das Thema, das scheinen die Leute zu mögen. Nein, es geht darum, dass man echt gemeinsam etwas erarbeitet. Demokratie und Freiheit, das ist eine Aufgabe. Und es geht darum, um die zu reden, die die Opfer waren, aber auch um diejenigen, die die Freiheit genutzt haben, um Unternehmerinnen, um Ärztinnen, um Künstlerinnen und Künstler, die Hebammen, die sich selbstständig gemacht haben, all diejenigen, die gezeigt haben, dass sie etwas mit der Freiheit anfangen können. Um beides geht es, um Würdigung dessen, was war, um Würdigung dessen, was ist, und darum, dass wir die Demokratie verteidigen, jeden Tag und im Zweifelsfall immer von Anfang an, in Ost wie West. Und auch diejenigen, die heute ihren Rücken gerade halten, auch wenn sie Hass erleben, auch wenn sie Hetze erleben, auch wenn sie Bedrohung erleben, auch in Ost und West und sogar ermordet werden, wie Herr Lübcke in diesen Tagen. Meine Damen und Herren, herzlichen Dank. Kathrin Göring-Eckardt, die Fraktionschefin der Bündnisgrünen, auch sie gehört zu den Menschen, die 1989 auf die Straße gegangen sind und letzten Endes den Fall der Mauer bewirkt haben. Nächste Rednerin Elisabeth Motschmann, sie ist kulturpolitische Sprecherin der CDU-CSU-Fraktion. Erinnern, danken, bewahren, das ist das Motto meiner Rede. Die friedliche Revolution 1989 gehört zu den glücklichsten Momenten der jüngeren deutschen Geschichte. Die Erinnerung an dieses Jahr ist Grund zur Freude. Und Frauen und Männer der damaligen DDR haben für ihre Freiheit gekämpft. Das war Mut. Und dafür können wir jedem Einzelnen danken. Fast auf den Tag genau
Vor 30 Jahren, am 7. Juni nämlich, versammelte sich eine kleine Gruppe von Demonstranten in unserer Nähe hier, nämlich vor der Sophienkirche. Sie protestierten gegen den nachgewiesenen Wahlbetrug bei den Kommunalwahlen am 7. Mai in der DDR. Wer den SED-Staat kritisierte, musste mit harten Konsequenzen rechnen. Selbstverständliche Menschenrechte wie Meinungsfreiheit, Reisefreiheit, freie Wahlen oder freie Medien wurden den DDR-Bürgern vorenthalten. Die Toten an der Mauer, die Inhaftierten in den menschenunwürdigen Gefängnissen der Stasi, die Zwangsadoptionen, die Heimkinder, die Opfer der Stasi-Spitzel und die vielen, die unter der permanenten Alltagsrepression der SED-Diktatur zu leiden hatten, dürfen wir niemals vergessen, meine Damen und Herren. Das sei allen gesagt, die die DDR-Zeit im Rückblick verklären. Eine Diktatur kann man niemals verklären, meine Damen und Herren. Aus dem Protest einiger weniger entwickelte sich ein Massenprotest. Eine Bewegung wurde ausgelöst, die schließlich zu den großen Massendemonstrationen in vielen Städten der DDR führten mit den Rufen: Wir sind das Volk. Auf diese Demonstranten können wir sehr, sehr stolz sein. Im Westen, aber auch daran will ich erinnern, ergriff Helmut Kohl die einmalige Chance zur Wiedervereinigung. Bereits am 28. November 1989 formulierte er in einer Rede vor dem Deutschen Bundestag ein 10-Punkte-Programm zur Neuregelung der deutsch-deutschen Beziehungen und zur Lösung der deutschen Frage. Er überraschte damit das Ausland, die Alliierten, die DDR-Führung, aber auch die Bundestagsopposition. Helmut Kohl ergriff damit sehr früh und sehr schnell die Chance zur Wiedervereinigung. Ohne die tapferen Polen und ihre Freiheitsbewegung, die Solidarność, ohne Lech Walesa, ohne die Ungarn, ohne viele europäische Mitspieler, sage ich mal, wäre es vielleicht auch nicht so schnell gegangen. Dennoch hat Helmut Kohl zu Recht verdient, als Kanzler der Einheit bezeichnet zu werden. Zur historischen Wahrheit gehört aber auch, dass die Stimmung in Westdeutschland zunächst aber eher kritisch im Blick auf eine Wiedervereinigung war. Ich erinnere mich an Demonstrationen in Bremen. Auf den Plakaten und Transparenten war zu lesen, man höre und staune, für die Souveränität der DDR, kein viertes Reich, nie wieder deutsches Reich, gegen nationale Besoffenheit. Insbesondere aber auch, Frau Göring-Eckardt, Vertreter der EKD, der Evangelischen Kirche, auch einige Politiker der SPD, standen der Wiedervereinigung skeptisch bis ablehnend gegenüber. Ja. Walter Momper erklärte, dass es nicht um Wiedervereinigung gehe, sondern um Wiedersehen. Manfred Stolpe erklärte Wiedervereinigung als ausgesprochen friedensgefährdend. Die friedliche Revolution muss aber unbedingt, ja, auch daran darf man heute noch erinnern, könnte dazu noch sehr viel mehr sagen. Was gehört nun zum Bewahren? Das war ja mein Stichwort, mein Motto. Dazu brauchen wir die Stasi-Unterlagenbehörde, ein Mahnmal für die Opfer kommunistischer Gewaltherrschaft, Forschungseinrichtungen, Zeitzeugen, die Unterstützung der Opfer und ihrer Verbände sowie Gedenkveranstaltungen. Bei dieser Gelegenheit möchte ich ganz besonders jenen danken, die dafür sorgen. Stellvertretend nenne ich, er sitzt auf der Tribüne, Roland Jahn von der Stasi-Unterlagenbehörde, Anna Kaminski von der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und stellvertretend für die Opferverbände Frank Ebert. Ihnen allen sei ganz herzlichen Dank für Ihre notwendige Arbeit. Ich glaube, keine Worte können den damaligen Wunsch auf
von Menschen in Ostdeutschland besser auf den Punkt bringen. Und das möchte ich dann am Ende auch tun als unsere gemeinsame Nationalhymne. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach lasst uns alle streben, brüderlich, mit Herz und Hand. In diesem Sinne müssen wir an diese Geschichte zurückdenken. Vielen Dank. Sagt Elisabeth Motschmann und zitiert Teile der Nationalhymne. Auch die wird ja von dem einen oder anderen mittlerweile in Frage gestellt. Sehr schön eingefangen eben Roland Jahn, der natürlich bei dieser Debatte beiwohnt, genauso wie Herr Woidke, der gleich noch das Wort ergreifen wird, der Ministerpräsident von Brandenburg. Aber zunächst redet Marc Jongen für die AfD. Herr Präsident, werte Abgeordnete, die Revolutionstage des Jahres 1989 in der damaligen DDR konnte ich als Student in Wien damals nur über die Medien mitverfolgen. Aber selbst über das Fernsehen haben sich die dramatische Spannung, die Hoffnung und schließlich die euphorische Freude vermittelt, die mit der friedlichen Revolution und dem Mauerfall einhergingen. Der Ruf »Wir sind das Volk« in den Straßen Leipzigs und andernorts war ursprünglich ja eine Art Bannzauber, der die sogenannte Volkspolizei davon abhalten sollte, auf die friedlichen Demonstranten zu schießen. Wir sind nicht die Raudis, als die die Staatsführung uns hinstellen will, nicht das Pack in heutiger Terminologie. Wir sind das Volk und ihr, die Polizei, seid da, uns zu schützen. Und daraus wurde, wir sind ein Volk, die deutsche Teilung muss enden. Diesem Mut, diesem Freiheitswillen, auch diesem Patriotismus in vielfacher Art zu gedenken, ist wichtig und überfällig. Das periodische Wiederaufleben der Euphorie jener Tage kann das Wir-Gefühl stärken, das alle Deutschen bis auf ein paar verbiesterte Sozialisten in Ost und West damals erfasst und vereint hat und das so wichtig ist für den Zusammenhalt einer Nation. Die Anträge der Regierung und der FDP enthalten insofern durchaus viel Zustimmenswertes. An entscheidenden Stellen lassen beide Anträge aber befürchten, das Gedenken an die friedliche Revolution, wie vor allem auch an das Unrecht der SED-Diktatur, soll hier wieder einmal für gegenwärtige politische Zwecke instrumentalisiert und damit verdorben werden, ganz ähnlich wie wir es schon von bestimmten Formen der NS-bezogenen Erinnerungskultur kennen. Ich sage Ihnen auch, warum. Im Regierungsantrag steht, Zitat, der Deutsche Bundestag verwahrt sich gegen Vereinnahmungen der Losungen und Errungenschaften des Herbstes 89, unter anderem durch nationalistische, antidemokratische Parteien und Bewegungen. Wenn Sie von der Regierung und der Pseudo-Opposition sich immer so gern als die demokratischen Fraktionen bezeichnen, dann wissen wir natürlich auch, wer mit antidemokratisch gemeint sein soll, nämlich die einzige echte Opposition in diesem Land, die bösen Populisten von der AfD. Und Frau Kondemann, Sie sollten sich schämen, dass diese Infamie hier auch noch explizit zu verbreiten. Der FDP-Antrag wird noch deutlicher. Antiliberale Kräfte des Rückschritts wollten angeblich die Dialogfähigkeit und Toleranz unserer freiheitlichen Gesellschaft negieren. Die Auseinandersetzung mit der SED-Diktatur bietet die Chance, schreiben Sie in schöner Offenheit, diese Gefahr in der Gegenwart zu erkennen. In volkspädagogischer Überheblichkeit wollen Sie das verstockte Volk, vor allem im Osten, darüber aufklären, wofür es damals in Wahrheit auf die Straße gegangen ist, nämlich für Toleranz, Vielfalt und Weltoffenheit. Nicht Ihr Ernst, meine Damen und Herren. Die Menschen sind damals für Freiheit, Recht und Einigkeit auf die Straße gegangen, und das Erkämpfte wollen und werden Sie sich nicht nehmen lassen. Und wundern Sie sich bitte nicht, warum die AfD in den neuen Bundesländern immer stärker wird. Die Menschen dort sind nicht so dumm, wie Ihre Anträge das dreist suggerieren. Die Ostdeutschen haben ein sehr feines Gespür davon, wenn sie von oben her wieder gegängelt und belehrt werden, wenn Medien nicht mehr kritisch berichten, sondern propagandistisch eine Einheitsmeinung vertreten. Das kennen Sie nämlich, das erinnert Sie verdächtig an die DDR. Wenn daher heute in Dresden und anderswo in Mitteldeutschland wieder »Wir sind das Volk« gerufen wird, dann ist das kein Missbrauch dieser Parole, Frau Konnemann. Dann lebt der damalige Widerstand authentisch wieder auf. Und es ist ein Hohn, wenn Ihre Anträge diesen Mut und diese Liebe zum eigenen Land ausgerechnet im Namen der Revolution von 89 als antidemokratisch verketzern wollen.
Ich komme zum Schluss. Natürlich ist die Bundesrepublik nicht die DDR, aber 30 Jahre nach deren Ende tauchen einige ihrer Merkmale gespenstisch wieder auf. Und schuld daran sind gewiss nicht die Populisten, sondern die Kryptosozialisten in den Altparteien, bald wohl wieder Blockparteien. Lassen Sie ab von Ihrer Arroganz. Nehmen Sie die heutigen Dissidentenstimmen ernst. Treten Sie mit ihnen in den Dialog. Die DDR sei Ihren Mahnung. Vielen Dank. So, und der nächste Redner ist jetzt der Ministerpräsident aus Brandenburg, Dietmar Woidke. Dort wird ja gewählt am 1. September. Und dennoch finde ich es sehr passend, dass auch ein Ministerpräsident hier bei diesem wichtigen Thema das Wort ergreift. Schade, dass er allein auf der Bank saß bei den Ministerpräsidenten. Die sind nämlich heute eigentlich alle in Berlin. Es ist Bundesrat. Im Herbst 1989, 28 Jahre alt, habe unweit von hier in der Invalidenstraße an der Humboldt-Uni gearbeitet. Ich war am 7. Oktober nicht im, sondern vor dem Palast der Republik. Sie haben wahrscheinlich die Bilder gesehen, dass damals demonstriert worden ist. Ich war an diesem 7. Oktober danach in der Schönhauser Allee. Ich habe gesehen, wie Menschen zusammengeschlagen wurden. Ich habe gesehen, wie Menschen, darüber können Sie ruhig lachen, aber das passt zu Ihnen. Und ich habe gesehen, wie Menschen weggeschleppt wurden, wie Menschen in den Knast gebracht wurden, misshandelt wurden. Ich habe gesehen, das ist das Bild, was sich mir aus dieser Nacht eingebrannt hat. Ich habe damals am Rosenthaler Platz gewohnt und bin von der Schönhauser über die Kastanienallee nach Hause gelaufen. Und es stand immer eine Straßenbahn, damals Linie 49, hinter der anderen. Und ich habe mir in dieser Nacht gedacht, in der Nacht des 7. Oktober, wie geht es weiter? Was kann passieren? Und dann kam der 9. Oktober in Leipzig. Und dieser 9. Oktober, und das kann ich sagen, man konnte es fast hören, war ein riesengroßes Aufatmen. Ein Aufatmen, dass die Proteste in Leipzig, damals ja Hunderttausende, die auf die Straße gegangen sind, friedlich geblieben sind, dass das Regime nicht durchgezogen hat, wie es vorher angedroht hatte, und dass sich Vernunft durchgesetzt hatte. Dann gab es den 4. November die große Demonstration auf dem Alexanderplatz. Auch das war schon ein Zeichen in die richtige Richtung. Es gab den Wechsel an der Spitze der SED und vieles andere mehr. Und es gab einen Satz von Egon Krenz, der vielleicht erklärt, warum ich den Begriff Wende heute noch nicht leiden kann. Er hat nämlich damals gesagt, die Wende ist eingeleitet. Und er meinte damit die Wende der SED. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, ich hatte auch das Glück, dabei zu sein in der Nacht des 9. November auf der Bornholmer Brücke, als die Mauer gefallen ist. Und als wir ungläubig aus dem Osten, dem hell erleuchteten aufgrund des Grenzregimes, dem hell erleuchteten Osten in den Westen gegangen sind und dann ungläubig dastanden und sagen, hier ist ja dunkler als im Osten. Ich glaube, das ist heute noch so. Sie können den Weg vielleicht noch mal gehen. Aber es war natürlich damals das Wort dieser Nacht, das Wort der Wochen danach, war das Wort Wahnsinn. Teilweise groß in den Zeitungen. Und das war ein Gefühl der Freiheit und ein Gefühl der Grenzenlosigkeit, das ich mir vorher hätte gar nicht in dieser Art vorstellen können. Ein riesengroßes, gutes Gefühl und viele Dinge, die dann in schneller Folge passiert sind. Und ich muss auch sagen, das gehört zum Teil der Geschichte, dass damals Bundeskanzler Helmut Kohl diese Chance ergriffen hat und gemeinsam mit den Verbündeten, aber auch gemeinsam mit der damaligen Sowjetunion dafür gesorgt hat, dass die Rahmenbedingungen für die deutsche Einheit gemacht werden konnten und dass die Rahmenbedingungen gute waren und die deutsche Einheit dann vollzogen werden konnten. Allerdings, diese Zeit der Hoffnung, diese Zeit des Aufbruchs war für viele Menschen in Ostdeutschland auch eine Zeit des großen Umbruchs. Arbeitsplätze sind verschwunden innerhalb von wenigen Jahren. Es gab damals, muss man heute sagen, Massenarbeitslosigkeit. Es gab Hoffnungslosigkeit, es gab Perspektivlosigkeit. Viele junge Menschen, die das Land verlassen haben, die aufgrund fehlender Perspektiven dann rausgegangen sind.
Und ich glaube, wenn wir heute zurückgucken, muss man dankbar sein für das, was wir erreicht haben. Die schweren 90er Jahre sind überstanden, auch dank der Hilfe der Solidarität in Deutschland insgesamt, für die ich hier mal Danke sagen möchte. Aber wenn man Danke sagt, heißt es auch gleichzeitig, es gibt noch viel zu tun. Wir haben unterschiedliche Rentenrechte. Das verstehen die Menschen nicht mehr. Und da geht es nicht um 1,20 Euro mehr oder weniger im Monat. Es geht einfach darum, dass wir eine gleiche Rechtsetzung in Deutschland brauchen und wollen. Es geht um Unterschiede in der tariflichen Bezahlung. 80% dessen, was in Deutschland, in Westdeutschland im Durchschnitt verdient hat, wird in Ostdeutschland verdient. Diese 80% müssen weg, sie müssen dringend steigen, damit wir auch in diesen Bereichen weiter vorankommen. Aber eines, wenn wir auch da weiter vor großen Herausforderungen stehen, wenn wir stolz sein können auf das, was wir geschafft haben und wenn wir die Probleme angehen, sollten wir eines aus der friedlichen Revolution 1989 gelernt haben. Schaffen können wir das alles nur im Miteinander und nicht in Spaltung, in Hetze oder in Intoleranz. Diese Leistungen, die verbracht worden sind, sind eine gemeinsame Leistung. Lassen Sie uns gemeinsam dafür arbeiten, dass Deutschland in allen seinen Teilen weiter erblüht. Herzlichen Dank. Dietmar Woidke, ein DDR-Bürger, der damals dabei war, auf der Bornholmer Brücke sogar an jenem Abend, das ist beneidenswert. Viele konnten es nur am Fernseher erleben, aber wenn man heute zurückdenkt, ob man nur direkt vor Ort war oder es nur fern gesehen hat, dann läuft einem immer noch ein Schauer über den Rücken. Es war ein historischer Moment und man hat es nicht für möglich gehalten, dass die Mauer eines Tages fallen würde. Thomas Hacker jetzt von der FDP. Es waren die Menschen, Menschen wie du und ich, Menschen, die vor 30 Jahren genau das getan haben, was wir doch alle für richtig halten. Aufstehen gegen Ungerechtigkeit und Unfreiheit. Aufstehen gegen Willkürherrschaft und Unterdrückung. Aufstehen gegen Verachtung und Verfolgung Andersdenkender. Ja, wenn es denn so einfach wäre, dieses Aufstehen. Zum Aufstehen gehört Mut, wenn man weiß, dass dadurch die Familie gefährdet sein kann. Unbeschreiblich großer Mut, wenn man befürchten muss, dass die Polizei oder die Armee die Waffen gegen die eigenen Bürgerinnen und Bürger richtet. Diese Gefahr für das eigene Leben war im Jahr 1989 eine ganz reale Gefahr. Schon mehrfach rollten im Kommunismus die Panzer gegen die Bevölkerung. In Peking wurde die demonstrierende Jugend Chinas auf dem Platz des himmlischen Friedens niedergemetzelt. Wer von uns, liebe Kolleginnen und Kollegen, hätte diesen Mut aufgebracht, das eigene Leben zu riskieren, um für die Freiheit zu kämpfen? Wohl die allerwenigsten. Es waren die Menschen in der DDR, die genug hatten von einem Staat, der unterdrückt, die ihr Leben riskierten und die Mauer niederdrückten. Menschen fanden sich zusammen in den Kirchen und außerhalb. Immer mehr Menschen im Einsatz für Menschenrechte, Umweltschutz, Frieden, Demokratie und Freiheit. Und sie gingen auf die Straße. Bürger der DDR flohen in die Botschaften der Bundesrepublik und erhöhten so den internationalen Druck auf das eigene Regime. Die Welt geriet in Bewegung. Die Proteste nahmen zu, der Zaun zwischen Ungarn und Österreich wurde zerschnitten. Hans-Dietrich Genscher konnte den Prager Botschaftsflüchtlingen ihre Ausreise verkünden. Die Montagsdemonstrationen in Leipzig schwollen an. Der Funke der Freiheit sprang auf andere Städte über. Hunderttausende gingen auf die Straße, immer wieder, und die Mauer fiel. Und jetzt ging es los. Runde Tische ersetzten staatliche Repression. Die Stasi-Unterlagen wurden erobert und gesichert. Die ersten demokratischen Volkskammerwahlen fanden statt. Meine Damen und Herren, wir erinnern uns heute dankbar an die mutigen Bürgerinnen und Bürger der DDR und spüren doch die Verantwortung, die uns bleibt. Im Zusammenwachsen unseres geeinten Landes, im Einsatz für die Opfer des DDR-Regimes, im Kampf für Toleranz, Rechtsstaatlichkeit, Mitmenschlichkeit, Demokratie und Freiheit, aber auch im Kampf gegen illiberale Kräfte im In- und Ausland. Unser Wissen und die Aufarbeitung der Vergangenheit ist der Schutzschild unserer freien Gesellschaft gegen die Demagogen und Verführer von heute. Herr Dr. Jongen, Sie haben es genau erkannt. Nie, liebe Kolleginnen und Kollegen, dürfen wir vergessen, was die Menschen vor 30 Jahren auf die Straße trieb, was die Kraft entfacht, die Mauern einreißen
und Brücken bauen kann. Es ist die Sehnsucht der Menschen nach Freiheit. Vielen Dank. Für die Bundesregierung erteile ich das Redner. Der nächste Redner ist jetzt Christian Hirte für die CDU, ist Beauftragter der Bundesregierung für die neuen Bundesländer. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. In diesem Jahr würdigen wir 30 Jahre lang den Mut der DDR-Bürgerrechtsbewegung. Und was so banal klingt, das muss man natürlich auch einordnen, vor allem auch historisch einordnen. Und es ist schon einige Male angeklungen, ziemlich exakt heute vor 30 Jahren gingen Bilder um die Welt aus China, die durchaus andere Möglichkeiten auch für die DDR hätten sich vorstellen lassen. Überall auf der Welt war vor 30 Jahren aber der Kommunismus in seiner Form in angegriffener Weise war angegriffen. Die Fassade des Sozialismus hatte Risse bekommen, auch eben in der DDR. Die Sowjetunion etwa experimentierte mit Glasnost und Perestroika, heute weiß man nicht allzu erfolgreich. Und wir hatten auch, und das ist schon richtigerweise angesprochen worden, die Bewegungen in Ungarn und vor allem auch in Polen. Dort war der real existierende und regierende Kommunismus bereits am stärksten am Bröckeln. Dort hatte sich die Regierung und Solidarność bereits am runden Tisch auf den schrittweisen Abschied vom Monopol der Kommunistischen Partei verständigt. Und auch in der DDR stellte eine wachsende Zahl von Menschen schon in den Jahren 1988, aber eben auch 1989 Ausreiseanträge. Friedens- und Umweltgruppen hatten Konjunktur, während die Versorgungslage angespannt blieb. Während die meisten Bürger in der DDR passiv blieben, wurden erst wenige und später immer mehr Menschen aktiv. Und spätestens im Mai 1989 führten mutige Oppositionelle der staunenden Weltöffentlichkeit vor, nämlich bei den Kommunalwahlen in der DDR, dass mit Wahlfälschungen auch in der DDR die Lage kriselte. Und das machte die Krise, die DDR hatte, eben auch weltweit öffentlich. Ich rufe diese Ereignisse deswegen in Erinnerung, meine sehr geehrten Damen und Herren, weil eine wachsende Zahl von Menschen keine eigene oder eben nur sehr wenige Erinnerungen an diese Umbruchszeit haben. Und bei aller Ostalgie und vielleicht auch aktuellen Schwärmereien für den Sozialismus, 1989 hatte, was nur eine Frage der Zeit war, der Sozialismus abgewirtschaftet. Ein weiter so konnte es nicht geben. Und ich bin einigen Vorrednern ausdrücklich dankbar, etwa der Kollegin Butte oder Herrn Woidke, dass sie deutlich gemacht haben, es war nicht eine Wende, sondern eine friedliche Revolution. Die Mauer ist nicht einfach umgefallen, sondern sie wurde aktiv zum Einstürzen gebracht. Und es ist mir ganz wichtig zu betonen, dass wir heute, 30 Jahre später, eben auch zurückschauen sollten und sehen sollten, dass die Bürger in der DDR sich selbst Freiheit und Demokratie erkämpft haben. Und dieses Jahrhundertereignis bedarf quasi nicht nur unserer Würdigung, sondern ich glaube auch in besonderer Weise unserer Wertschätzung. Bei allen Veränderungen im Sommer 1989 war längst noch nicht klar, wohin der Weg der DDR führt. Demokratie und Einheit kamen gerade nicht von selbst. Sie herbeizuführen erforderte hohes persönliches Risiko, auch für die Familien. Dafür schuldet unser Land den Mutigen in der DDR Respekt und Dank. Erinnern sollten wir deswegen auch an diejenigen, die in der DDR Unrecht erlitten haben. Wir sprechen von einigen hunderttausend Menschen, denen die SED-Diktatur Entwicklungsmöglichkeiten und sogar die Freiheit genommen hat. Ich sehe Arnold Fatz in unseren Reihen. Mich empört besonders, dass schon Kinder zu Opfern des Regimes wurden, wenn ihre Eltern politisch verfolgt wurden. Und wie hart das Schicksal dieser Kinder sein konnte, hat die Untersuchung von Kinderheimen und Werkhöfen in der DDR gezeigt. In meinem Verantwortungsbereich wird darüber hinaus auch eine Studie zu mutmaßlichen Zwangsadoptionen in der DDR vorbereitet. Die Regierungsparteien haben in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, genau dieses Leid aufzuarbeiten und die Opfer materiell zu entschädigen. Eine entsprechende Änderung der Rehabilitationsgesetze ist Mitte Mai im Bundeskabinett beschlossen worden. Sie wird im Herbst im Parlament dann zur Beratung anstehen. Beschlossen wurde im Übrigen im Kabinett genau in dieser Sitzung auch eine Änderung des Stasi-Unterlagengesetzes. Auch da wollen wir sicherstellen, dass wir mit Transparenz sicherstellen, dass bis 2030 die Möglichkeit besteht, Untersuchungen
für exponierte Positionen zu ermöglichen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, heute beraten wir den Antrag der Regierungsfraktion und der FDP, der die friedliche Revolution und ihre Protagonisten würdigen soll. Er spricht den Opfern der Diktatur Respekt aus und ermahnt, diese Opfer und die Orte ihres Leidens nicht zu vergessen. Das sollten wir gemeinsam unterstützen. Dafür bitte ich um Ihre Zustimmung. Vielen Dank. Der letzte Redner in der Debatte zu den Anträgen 30 Jahre friedliche Revolution kommt von der CDU-CSU, Volker Ulrich. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, unser Respekt gilt den Menschen, die vor 30 Jahren friedlich auf die Straße gegangen sind. Und wir müssen die Ereignisse aus der Sicht von damals beurteilen. Im Juni 1989 hat die Führung der DDR die blutige Niederschlagung der Proteste auf dem Platz des himmlischen Friedens noch mit einer Solidaritätsadresse verteidigt. Niemand konnte also wissen, ob es gut geht. Und doch war der Drang nach Würde und nach Freiheit stärker als die Angst. Und der Mut der Menschen war groß, und dieser Mut macht uns noch heute stolz in Ost und West. Und dafür sagen wir auch in diesem Bundestag ein herzliches Dankeschön. Und die Würdigung der friedlichen Revolution kann nicht geschehen, ohne den Staat zu betrachten, gegen den sie gerichtet war. In der DDR gab es weder Freiheit noch Rechtsstaatlichkeit. Es war ein Staat der Unterdrückung, der Willkür und des Unrechts. Das dürfen wir niemals vergessen und sollte uns dazu führen, Geschichte nicht zu beschönigen. Und die Ereignisse des Jahres 1989 wären auch nicht ohne eine europäische Dimension möglich gewesen. Es beginnt am 17. Juni 1953, aber setzt sich fort mit dem ungarischen Volksaufstand von 1956, mit dem Prager Frühling, mit der Solidarność-Bewegung, mit der Charta 77 und hat geendet in einem gemeinsamen Aufstand von Bürgerrechtlern und Kirchen gegen die Unterdrückung im gesamten mittel- und osteuropäischen Bereich. Ohne diese europäische Dimension wären vielleicht die Ereignisse 1989 auch bei uns anders gekommen. Und besonders würdigen möchte ich auch die Rolle der Kirchen. Vor allem deswegen, weil Christian Führer, der mittlerweile verstorbene Pastor der Leipzig-Nikolaikirche, Friedenspreisträger meiner Heimatstadt Augsburg ist. In seinem Buch »Und wir sind dabei gewesen« gibt es eine schöne Episode. Im Umfeld des Herbst 89 haben Menschen vor der Nikolaikirche Kerzen aufgestellt. Und wohl auf Anregung von oben und auf Anweisung der SED-Führung sind diese Kerzen durch Arbeiter abgebaut worden. Und dann geschah was Verwundersames, wie er in seinem Buch beschrieben hat. Die Arbeiter haben die Kerzen, die noch zu gebrauchen waren, aus dem ganz großen Stapel herausgefischt, sie wieder aufgestellt und angezündet. Und das ist im Kleinen eine große Botschaft der friedlichen Revolution. Sie lehrt uns, ist einmal das Licht der Freiheit entzündet, dann kann keine Kraft sie aufhalten. Und das ist die wichtige Botschaft, die von damals auch heute in die Welt hinausstrahlt. Und wir müssen uns heute auch vor historischer Missdeutung in Schutz nehmen. Der Begriff »Wir sind das Volk« war eine Forderung nach Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Und wer Menschen herabsetzt oder ausgrenzt oder sie wegen ihrer Religion oder Herkunft entwürdigt, kann nicht in Anspruch nehmen, für das Volk zu sprechen. Das ist die Botschaft, die wir heute auch aussenden. Wir brauchen 30 Jahre nach der friedlichen Revolution eine authentische und würdige Erinnerungskultur. Wir brauchen weiterhin eine ehrliche und offene Aufarbeitung. Wir müssen voranschreiten bei der Frage der Aufarbeitung und Aufklärung von Zwangsadoptionen. Aber es geht um mehr. Freie Wahlen, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit dürfen niemals als Selbstverständlichkeit erachtet werden. Wir müssen sie leben und bewahren, weil wir wissen, ist Freiheit erstmal verloren, ist es umso schwieriger, sie wieder zu erlangen. Die friedliche Revolution des Jahres 89 und der Fall der Mauer waren eine glückliche Stunde der deutschen Geschichte. Und sie ist heute Verpflichtung, für Demokratie, Menschlichkeit und Freiheit einzustehen.
damit das auch für viele Menschen in der Welt, die heute unfrei sind, als Vorbild dienen kann. Herzlichen Dank. Damit schließe ich die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlagen auf den Drucksachen 10613 und 10614 auf die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Sie sind damit einverstanden? Das ist so beschlossen.